Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hey Leute, was geht ab? Das ist Kelvin! Ich bin's Marvin. Und heute back mit einem neuen 3 Uhr nachts Video, Leute. Yes. Letztes Mal waren wir ja schon bei Mc's um 3 Uhr nachts und jetzt haben wir vor, per App bei Mc's um 3 Uhr nachts zu bestellen. Wir haben 3 Uhr nachts, zeig's mal rein. Ja, Mann. Wir waren letztes Mal bei McDrive. Diesmal aber bestellen wir per offizieller App. Wir haben in der App gesehen, man kann da bestellen und... Wenn die zu haben, wie kann man dann nachts bestellen? Also bei mir funktioniert das nicht. Wobei sie zu mir gar nicht liefern. Die liefern lieber eine Stadt weiter, die weiter weg ist. Als ich mal nachgefragt habe dort, warum die nicht bis zu uns liefern. Ja, das ist halt zu weit weg. Aber die fahren in eine Stadt, die noch ein paar Kilometer weiter weg ist. Logik gibt's bei McDonald's nicht. Und das machen wir um 3 Uhr nachts. Genau, weil letztes Mal war es ja schon creepy. Und jetzt bin ich gespannt, was genau. Ist, wenn man um 3 Uhr nachts einfach da bestellt. Leute, ihr wisst, 3 Uhr nachts ist Geisterstunde, Dämonenstunde. Geisterdämon. Was war das? Oh geil, hey, Geisterdämon. Bro, es ist 3 Uhr nachts gerade. Schon Geräusche. 3 Uhr ausgesprochen auf einmal. Jetzt weg. Hallo? Hallo? Bin ich mal gerade ein oder hab ich das gehört? Ich glaube, es ist Einbildung. Was nicht ab? Hä? Auf jeden Fall bestellen wir in der McDonald's-App um 3 Uhr nachts und mal gucken, was passiert. Ja, klassisch. Man kann bei McDonald's, ja gut, man kann da zwar bestellen, aber nicht liefern lassen, oder? Nee, das geht nicht. Oder gibt es da, wo Lieferbereich ist, kann man über die App auch liefern lassen? Geht das? Challenge. Ja, Mann, Leute. Wie gesagt, 3 Uhr ist Dämonenstunde. Bei mir steht immer noch da, abholen oder so am aktivsten McDrive. Geister. Ihr wisst Bescheid. Also im Restaurant oder McDrive. Was um 3 Uhr nachts alles schon wieder fahren ist. Ja, Mann. Für eine neue 3 Uhr nachts Challenge, weil die nicht ohne sind, Bruder. Ja. Wie viele Likes brauchen wir dafür? Leute, bei 15.000 Likes kommt die nächste 3 Uhr Nacht Challenge. Wenn ihr die Likes voll macht, kommt die direkt. Deswegen haut jetzt die Likes voll. Haut die Likes voll, dann kommt sofort ein neuer Teil 3 Uhr nachts online. Ja, Mann. Puh. Ich würde sagen, sollen wir einfach trocken bestellen? Klassiker, vielleicht einfach ein Happy Meal oder so. Einfach trocken Happy Meal. Ganz klassisch. Ah, so, wo bestellen wir jetzt hier? Ja, okay. Das ist ganz normal. Ewig her, dass wir bestellt haben. Ja, Mann. Wir haben schon einmal vor allem bei Lieferando oder so haben wir bestellt. Jetzt auf der offiziellen Seite. Ich gehe direkt auf Happy Meal. Wir klatschen rein. Das kenne ich auch von Lieferando. Ach so, McPlant, Chicken oder Hamburger. Ich wähle mal das hier, Hamburger. Pommes dazu. Einfach eine kleine Salat brauchen wir nicht, Leute. Den brauchen wir nicht. Keine anderen Sachen. Ja. So viel Auswahl, krass. Ich nehme echt für die Soßen, hätte ich gedacht. Mal Ketchup dazu. Was? Dazu warum nicht süß-sauer? Drink, Alter. Was? Ja, was? Nehmen wir... Süß-sauer ist doch Pflicht. Boah, es gibt wirklich alles. Wie viel Kohle, also wie viele Sachen die haben. Genau. Frucht? Hier gibt's auch Frucht. Das war auch mal bei Happy Meal dabei, ne? Stimmt. Okay, krass. Dann nehme ich mal diese Fruchtquatsch. Oh, Bio, Bio. Ja, Mann. Cola Zero Zucker? Hieß das nicht früher nur Cola Zero? Bio-Qualität. Meins ernst hier. Okay, Geschenk kann man auch noch wählen. Krass, so viele Sachen sind nicht. Spiegel? Crazy. Okay, Vago, kann ich jetzt endlich bestellen? Guck mal rein. Okay, ich bestelle das Ganze. Okay, und... Dann haben wir ist unser bestellt. Happy Meal. Nice. Okay. Einfach trocken ein Happy Meal bestellt. Ja, also einfach simpel bestellt um 3 Uhr nachts. Aber um 3 Uhr nachts, krass. Hab ich noch nie gemacht, ne? Noch nie. Krass. Crazy. Okay, ich bin wirklich gespannt, was passiert, ob was passiert. Also so funktioniert die App aber eigentlich nicht. Gar nichts. Wir kriegen jetzt einfach nur unseren Burger. Also ist schon so, aber nicht, dass du nach Bestellung direkt auf Bestellen drücken, fertig. Woher wissen die jetzt, wo sie hinliefern sollen? Challenge, 3 Uhr nachts. Wenn das überhaupt nicht mal zur Auswahl stand. Bis jetzt war eigentlich immer um 3 Uhr nachts. Immer irgendwas. Also es war nie friedlich. Genau. Immer irgendwas. Das hat man wohl nicht mit bedacht. Okay, wir warten jetzt und dann sehen wir uns. Abwarten und Tee trinken. Wir sehen uns gleich, Leute. Hätten sie so eine eigene App gemacht, so das Design so ein bisschen geändert dann. Oder nachbestellen mit Photoshop, so auf einem Horror-Design und dann ihre Bestellung wurde akzeptiert und geliefert eingeblendet. Das wäre geil gewesen. Oh, was brauchen die, Alter? Wird schon ein bisschen länger, ne? Viel zu lange brauchen. Mhm. Man hätte es ja mit Photoshop eigentlich easy bearbeiten können. Obwohl nachts ist ja eigentlich nicht viel los, ne? Eigentlich nicht. Hast du das gehört? Ne. So ein Kratzen an der Tür. So kam mir vor wie ein Kratzen an der Tür. Ich glaube, die Spülmaschine, die ist an. Weil der kann ja nicht hochgehen, der muss ja klingeln. Ja, chill. Aber es war voll cool. Ich muss mal kurz gucken. Chill, Bro. Das war jetzt ein bisschen komisch. Das war echt cool. Was ist? Ju. Ju, ju. Warte, warte. Was kann man? Was geht? Was ist los? Okay. Alles gut? Was ist das für... Also... Oh, oh. McDonald's hat sich aber die Jahre ganz schön verändert, Alter. Oh, oh. Der hat nicht mal ein Gesicht. Warum steht hier so creepy auf ruhig? Bro,
Ich meine, ich würde sich jetzt ja damals als Kind gefeiert, wenn wenn Ronald McDonald mein Happy Meal mir persönlich gebracht hätte. Aber nicht ohne Gesicht! Wird überhaupt, oder? Alter, was soll man tun? So. Das sieht aus wie so ein bisschen Michael Mayer-Fisch bestellt. Nimm das vorsichtig. Was ist das für ein Handschuh, ein Ofenhandschuh? Danke, hey, danke. Danke für die Ausführung. Vielen Dank. Danke. So. Hau rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kommt der rein? Wo kommt der rein? Bruder, lass mich alleine hier, Alter. Was suchst du? Hä, was war? Hä, wieso? Hä, hey, wieso? Aber er hat mich jetzt nicht eingeladen. Ist das Happy Meal? Was? Ist das jetzt? Wo? Hier ist ein Burgerpreis. Diese Stimme? Soll ich in diesen dampfenden Burger beißen? Einfach so. Setzt euch hin. Auf den Boden. Komm, wir machen was jetzt. Soll ich hin? Setzt euch hin. Der sieht nicht so aus, als ob der jetzt mit uns an Essenstisch will, Bruder. Komm mit. Okay. Wo geht der? Wir verfolgen ihn. Jo. Der läuft wie ein Oma. Was will der von uns, Alter? Sollen wir auf den drauf gehen? Ich hab Angst, das zu essen, Leute. Sollen wir das essen oder nicht? Schreibt's jetzt in die Kommis. Schreibt die Kommis. Sollen wir das essen? Das ist ja, Idee, toll. Bis dahin ist schon lange passiert, Mann. Ach, ich finde sowas immer seltsam, Alter. Wenn man reinschreibt, sollen wir das jetzt machen? Ja, toll. Bis dahin ist doch schon passiert, wenn wir es jetzt schreiben. Das Video ist doch vorbei. Nicht. Sollen wir den packen? Also, das Video ist nicht vorbei, aber die Dreharbeiten. Sieht ziemlich zerbrechlich aus. Ja, aber um 3 Uhr nachts, wenn man das mal riskiert. Ich weiß nicht. Der vielleicht übernatürliche Kräfte oder so. Wir sollen uns hinsetzen, Bruder. Wir sollen uns sitzen. Soll ich die Kamera wieder aufstellen, oder? Setzt euch! Okay, ihr sitzt doch schon! Die Kamera. Okay. Ja, gut, ja, ja. Mich, Bruder. Wo soll ich neben dem sein, Nat? Wie geht's? Bro, warum stell ich das an? Ich muss ja essen hier. Ne? Okay. Ich hab Angst, Bro. Ich hab auch Angst. Ich hab Angst. Okay, okay, okay. Ich hab jetzt diesen Burger aus, Alter. Ich muss das essen, Mann. Ich hab den Burger jetzt in der Hand. Ach, ich dachte auf die Füße. Alles normal. Wie immer. Also ist nichts, was mir auffällt oder so. Ich habe jetzt keine Angst, hier reinzubeißen eigentlich. Ne? Ist eigentlich alles okay. Ich habe maximal Angst. Alter, was macht der? Er guckt dich an. Okay, wir sollen beißen, Bruder. Was weißt du was? Ist das, Bro? Ja, ich dachte... Guck mal. Bisschen komisch. Das hat auch so einen komischen Geschmack in den Mund. Wo ist der hin? Seit wann arbeiten die mit solchen Effekten? Was? Okay, das war jetzt unerwartet. Der ist weg und der Burger hat gerade so einen komischen Geschmack, Bruder. Bruder, schluck das nicht. Schluck das nicht. Hast du geschluckt? Ey, vielleicht so ein ganz bisschen. Schluck das nicht runter, Bruder. Hast du geschluckt? Ja. Oh mein Gott. Das ist schon komisch, Mann. Das ist schon komisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge. Bro, warum haben wir das gegessen? Oh mein Gott. Wer hat uns vergiftet? Warum haben wir das gegessen? Ey, ich fühle mich jetzt so komisch, ne? Ey, das war eine Falle oder so. Warum ist der weg auf einmal? Warum sollten wir das essen? Ich muss raus. Ich muss raus. Gedanken, Alter, weil wir das untergeschaut haben. Und der so gelacht hat. Ja, Mann. Lass jetzt mal gucken, ob der raus ist, ja? Der ist raus. Warte, hier sind die Junge, der ist einfach gebeamt. Hä? Was? Oh Mann, die Art Pommes. Das ganze Happy Meal. Bring mir einfach Pommes rum. Guck, ob deine Botschaft oder so ist, ey. Nix, nur Pommes. Ich riech erstmal nach der Botschaft, ganz normal. Lass mich Pommes hier. Ich hab Angst. Was ist mit uns passiert? Bruder, ja. Ich versuch, los. Der ist raus. Okay, ist raus. Alter, was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Bro. Hey, Bruder, was ist? Wir müssen das ausschlagen. Wir müssen kotzen. Wir müssen. Sollen wir jetzt Finger rein? Ist jetzt schon wieder Halloween, Alter. Das war jetzt so ein bisschen Halloween.
Mystery-Feeling. Der Anfang war ein bisschen okay, ein bisschen Analyse, ein bisschen Denkfehler, okay, aber ey, das zu Mitte hin und Ende hin war jetzt echt geil. Und vor allem dieser Effekt, das war neu, haben die noch nie benutzt sowas, oder? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.